Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge sind wir natürlich wieder auf dem Server Inferno unterwegs und wir haben uns mal gedacht, wir schwingen den Hammer und raiden einfach mal ein paar Basen, die wir auf den Weg gefunden haben. Und das ein oder andere Mal war natürlich auch mit Gegenwert zu rechnen. Er kommt! Und jetzt, wo? Willkommen bei der Abrissfirma Teufel. Stellen Sie sich doch vor, wenn Sie Bock haben, Gebäude einzureißen. Fässer, Seemannskisten, Zelte, what the fuck? Ich sehe es LRSVST. Geil. Wenn du runterläufst, dass der ein Aim auf dich hat, dann kriege ich ihn von hier oben. Und eins sollte natürlich klar sein, das wäre natürlich nicht die Teufelgruppe, wenn hier nicht mal das eine oder andere schief gehen würde. Percy, Grüße gehen an dieser Stelle raus mit deiner Granate. Ich wusste. Nein! Und ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, lehnt euch zurück, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's rein in das Video. Das übersieht man nicht, oder? Nee, das übersieht man nicht. Was machen wir, Jungs? Ran pushen, gucken, wie die Lage ist, ob überhaupt einer da ist. Wenn keiner da ist, anfangen loszuballern. Haben wir genug Munition, falls jemand kommt, dass wir am Leben bleiben? Also ich hab 8K74 Max hab ich. Wie viele Nades haben wir? Maximal 2, ne? Ich hab eine. Ich hab eine. Leute, ich geh nochmal zum Military da. Nachgespawnt sein. Wir waren hinten am Military beim Tech. Ja, es müsste jetzt aber nachgespawnt sein. Meinst du? Ja. Sollen wir auch nochmal gucken gehen? Ey, nicht, dass wir mit dir meine Sachen dort nicht brauchen. Ich hab halt Angst, dass wir jetzt den Moment verpassen, um als Erster da oben zu sein. Weil nur wer als Erster da oben ist, gewinnt. Wir müssten als Erstes eigentlich langsam dann dahin. Neues, kommst du nach? Ja, ich komm nach. Okay. Ich pushe. Oh, du machst aber, wenn wir dann alle da oben stehen, dann ist das ein absolutes Mexican Standoff, Alter. Ach Quatsch. Ja, ja. Quentin Tarantino-Style. Okay, ich push rein. Oh, oh Gott. Ich sehe es kaum, wir sind so gut wie tot. Lass mich vorbei! Ich bin vorbei! Ja, geh doch vorbei! Du Fettsack, lass mich durch! Alter, da rennt er halt einfach hoch, ne? Und gleich wieder, ich push, ich bin dead. Ja? Ich bin ja auch selbst schuld. Ey, hier bin ich vorhin gedacht, ich kann an der Leiter hoch und ich bin da voll runtergeknallt. Also in dem anderen Gebäude. Black bleibt schon ganz hinten, der macht das richtig, Alter. Ich bin vorsichtig. Wait Stuff, hier liegt eine Axt alles. Echt jetzt? Ja. Ja, nehme ich mit. Perfekt, ich habe die Brechstange habe ich mitgenommen. Badezimmer safe. Der Raum ist safe. Auch. Okay, bin dann. Oh ja, da sind Holzblöcke hier. Check hier mal kurz. Jetzt ist halt die Frage, ob die da oben sind. Wenn die da oben sind, haben wir eh schon verloren. Boah, soll ich es versuchen mit der Granate in der Hand? Nee. Aber ich weiß nicht, ob die mir explodiert, wenn ich jetzt anfange zu klettern. Die explodiert safe. Safe, safe, safe. Alles gleich. Ich gehe so hoch. Nein, machst du nicht, oder? Doch, ich mache es. Schnell. Ich versuche dir Deckung zu geben. Bin oben. Nice. Komm hoch. Let's fucking go. Jetzt können sie uns nicht mehr pushen. Jetzt war's das für die. Es sei denn, die sind in ihrer Base, dann wird's komisch. Ich ziele. Ich komme jetzt ins Bett. Ist abgesperrt. Ich hab einen Dietrich. Ich auch. Ah ja. Mach auf. Alles klar. Okay. Okay, let's go. Fangen wir an zu raiden, oder wie? Ballern oder Granate? Nee, lass mich mal bitte mit der Brechstange zuerst. Lass mal leise anfangen. Ja, stimmt, erstmal. Komm jetzt hoch, ne? Achso, hast du die gefunden? Yo, Bro, da ändert sich gar nichts. Ist die schon kaputt, die Brechstange? Nee, Brechstange ist noch grün. Eine Treppe runter sein. Warte, ich komme runter.
Ja, da soll ich erstmal anfangen. Ja, probier mal. Wie das aussieht, also. Vitamin Blei, meinst du? Naja, deswegen sag ich ja Vitamin Blei. Aber es ist schon mal dunkelgrün, ne? Also so dieses hellgrün. Vielleicht mit Schalldämpfer oder ohne Schalldämpfer? Ja, ich werd mit Schalldämpfer schießen, oder? Ich auch, aber ich schieße erst mit der Pistole. Ja, es ist auf jeden Fall hellgrün, also ganz hellgrün auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon gut. Seid ihr ready? Selbst? Ja. Vorsicht, so können sie dich wegholen, Percy. Lass ihn hochkommen. Nicht bewegen, ja, nicht ganz bewegen. Ruhig, ganz ruhig. Er kommt! Und jetzt, wo? Vorsicht, ich schieß auf das einer, Tor. Da ist noch einer. Ich schieß noch auf einer. Ja, jetzt wissen sie eh, dass wir da sind. Ich schieß auf das Tor. Aber die haben gelbe Armbänder. Ist offen. Da unten. What? Ach, dann gehört Henny auch zu denen anscheinend, oder was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wollte die raiden. Wollte raiden. Mein letztes Smack, dann habe ich nichts mehr. Hat einer von euch noch Munition? Ich habe nur noch 30 ja. Schuss, das war's. Ja, der schießt hier hoch. Warte mal, mach mal hier Platz, dann schieße ich drauf. Okay, perfekt. Lass mich an die Leiter, ja. Okay. Oh, da schimmelt einer. Ich wurde gehittet. Der schießt von unten hoch. Nee, der schießt von dem anderen Turm. Wir müssen da jetzt instant rein, Leute. Sonst... Oh Gott, oh Gott! Ah, ich hab einen Schnitt, ich hab einen Schuss abgekriegt, verdammt! Oh Scheiße! Der schießt von unten! Das wird nicht gut ausgehen. Scheiße! Jungs, soll ich meine Granate runterschmeißen? Ja. Ja, schmeiß mal runter. Ich hab wieder einen Hit. Hat jemand noch Munition? Die landet safe jetzt gleich hier drin, weil du liebst. Boah, ich hab so Angst. Mir. Oder wollt ihr werfen? Nee, nein, Spaß. Jetzt wirfst du. Ey, es tut mir leid, wenn irgendwas passiert. Ja, kriegt, alles ne? Gut, alles gut. Ich wusste. Nein! Ich leb noch. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Ich leb noch. Oh, shit. Ey, ich hab sogar extra ein Ego geworfen. Chillt mal, bitte, ich leb noch. Die kommen, die pushen jetzt bestimmt. Jetzt denken sie, du, alle sind tot und du ballerst sie nach oben weg. Ich hab so Red Life. Es ist offen, wir haben es geschafft. Schuss auf mich wieder. Scheiße, was ist hier los, liebe Leute? Da lädt einer nach. Auf was hat der jetzt bitte geschossen? Hä? Auf was schießt denn der, Alter? Oh shit. Ja, da kommst du nicht durch, Kollege. Nee, da ist alles gut, bloß mein Leben. Also ich habe ja Codein. Aber es dauert halt. Bis ich weiß. Oh, da steppt einer hoch. Was bist denn du für einer? Ich bin tot.
ist dead. Oh, das war low. Oh, der hat eine Nate mitgenommen. Oh, das war clever. Aber ich lebe noch, mein Freund. Hat das funktioniert, da hoch mit einer Nate in der Hand? Ja, aber er ist rein theoretisch mit der Nate dann runtergefallen und gleich explodiert. Ich habe ja jetzt auch noch zwei Nates. Ich würde gerne mal eine da runterwerfen, aber ich habe Angst, dass... Ich hatte ja auch noch eine. ...dass das nicht funktioniert. Wenn ich sterbe, ist halt so. Kannst du die einfach fallen lassen? Ja, oder? Ja, ist drin. Oh, safe. Boom. Wäre geil, wenn ich ihn hätte. Nachdem wir diese Base erfolgreich eingenommen haben, habe ich auf meine Mates gewartet. Die haben sich so schnell wie möglich auf den Weg zu mir gemacht, als wir plötzlich beschossen wurden. Wow. Ja, wow. Ich wusste es. Ich bin tot. Ich wusste es. Ich bin tot. Mit Ankündigung wieder. Nate? Ja, Steps, bei dir. Ich bin tot. Mach keinen Scheiß. Ich bin tot. Also der muss safe in irgendeiner Wohnung sein. Soll ich runterkommen? Wenn du bei mir bist. Wow, Schuss. Ich bin an der Leiter, ich könnte dir Deckung geben. Okay, ich komm runter. Geh doch die scheiß Leiter. Hast du die Nates mit? Nee, Percy. Dein Körper liegt direkt auf dem Dach. Okay, bin da. Lass weg, hier, oder? Ich würde hier abchecken gehen. Mach doch nicht einfach auf. Wissen, ob der gegenüber irgendwo ist. Der Schuss kam direkt aus dem Haus da vorne, meinst du? Richtung... Ah, nee, da... Nein, stopp, da läuft einer. Wenn du runterläufst, dass der ein Aim auf dich hat, dann kriege ich ihn von hier oben. Ah, nee, der hat sich jetzt hingelegt, warte. Mach dich mal unten ein bisschen bemerkbar. Ja, jetzt aimt er. Daneben. Ist tot. Let's go. Ich bin beim Glas aus. Nice, wir kommen zu dir. Ja, ich bin mir bloß nicht sicher, ob hier irgendwo einer ist, weil ich glaube, ich habe hier irgendwo Steps gehört. Ich guck mal Glas aus. Kurze Info hier an dieser Stelle. Nachdem wir diese Base natürlich erfolgreich geraidet haben, haben wir uns natürlich erstmal so schnell wie möglich aus dem Staub gemacht. Und zwar in Richtung Berenzino. Denn in Berenzino steht Base Nummer 2. Ich hab zwei Stück. Aber ich frag mich gerade, an welchen Hochhäusern ihr seid. Ah, ganz hoch. Nicht an Hochhäusern. Da kannst du halt vorbeikommen bei den Hochhäusern. Ich bin Berenzino auch. Komm einfach zum Krankenhaus. Ach so, wenn du von oben runterkommst, also von seitlich, okay, alles klar. Genau. Da ist die Feuerwehr. Warte, ich schieß einmal mit dem Schalldämpfer. Voll die Smog würdest du jetzt hier, glaube ich, nicht. Kannst sehen. Du zur Feuerwehr kommen? Ja. Lauf jetzt zur Feuerwehr an der Hauptstraße. Ah ja, ich sehe dich da. Hallo! Oh. Servus! Oh, Entschuldigung. Siehst du, mir kommt gleich alles hoch. Ich krieg einen ab. Ich weiß, danke. Ich bin wieder munter, danke. Ich wollte eigentlich tanzen. Na klar. Ach, ja, ich hab nein, noch ich wollte wirklich tanzen. So, einmal mich? Das. Nee, hier für. Achso. Halbzeit. Wie, was? Hä? Was? Oh, perfekt. Ich brauch keine Batterie, ich hab eine. So. Ich bin instant durchgerannt, ne? Oder durchgefahren. So. Schau mal, hier steht ein Fass. Da kannst du dich dann erstmal gleich noch bedienen und hier aus dem Auto auch noch rausnehmen, was du halt brauchst. Ich würde nur das Nachtsichtgerät eventuell nehmen, weil falls es Nacht werden sollte, jetzt ist die Nacht ja länger. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ja, deswegen hatten wir es ja auch extra gesucht und Sachen aufbewahrt. Aber ich würde, wir haben alle Nachtsichtgerät, ne? Ja. Dann würde ich. Ich dann muss auch meins jetzt schon aufsetzen. Black, ich push ein bisschen nach links in den Baum rein. Ich scope mal. Ich bin auch links. Meint ihr, die sind noch da? Oder dass die überhaupt hier in der Nähe sind? Weiß es nicht. Okay, ich habe jetzt mal mein Night Vision auch an. Also ich bin rechts vom Eingang.
wo man zu dem Gelände drauf kommt. Und ich habe vorne den Eingang der Halle im Blick. Aber kein Night Vision als Visier, ne? Für die Fäuste. Ich wollte auch gerade sagen, das ist kacke, ich kann so nicht scopen. Ah ja, ich habe dich gesehen, Black, ja. An der Mauer, ne? Also innen drin steht alles. Ja. Da ist alles verschlossen. Ja. Okay. Es ist halt scheiße, ne? Wenn wir da anfangen zu ballern. Wir haben halt keinen Schutz irgendwie, ne? Die kommen an die Mauer gepusht und wird schwierig. Ich mach die Tür hinten auf. Den Vorschlag haben wir jetzt nicht eingepackt, ne? Um das lautlos zu machen. Ne. Ich hol ihn mal. Was habe ich? Klar. Bringst du ja. Noch die Spitzhacke mit? Yes, mache ich. Hast du so viel Platz? Nee. Ich kann einen Gegenstand dann noch auf den Rücken packen. Also jetzt komme ich mit runter und nehme selber einen mit. Ja, ich habe einen Hintereingang im Auge auf jeden Fall, wenn sich da was tut. Pushst du direkt an die Base ran, Percy? Ja. Okay, bin bei dir. Ja, sehe ich. Welche Seite gehen wir rein? Ich würde sagen hier hinten, oder? Ja. Okay, von hier, warte mal, können wir von vor... Aber von hinten sieht uns keiner aus der Stadt direkt, also... Ich bin ja, immer... und schau mal, und außerdem kannst du mir auch schön aber... in die Ecke elmen, falls hier Ballerei ist oder so. Von vorne ist Stacheldraht, also von vorne kommen wir nicht so schnell dran. Alter, was haben denn die hier alles reingeballert? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die von oben... Obwohl, eigentlich können sie nicht treffen, ne? Guck dir mal oben und unten das Tor an. Ich glaube, unten wurde schon angefangen. Ja, let's go. Das ist ein anderer Grünton. Hilf euch hier ein bisschen ab. Scheiße, die zweite Base, die wir hier raiden innerhalb von 24 Stunden. Willkommen bei der Abrissfirma Teufel. Stellen Sie sich doch vor, wenn Sie Bock haben, Gebäude einzureißen. Wir zerstören den Traum der Hausbesitzer. Also ich kann Ihnen empfehlen, nicht bei dieser Firma anzufangen. Der Lohn ist echt unter aller Schublade. Ja, wenn du dort unterschreibst, hast du sowieso verloren, Digga. Ja, du bezahlst mit deiner Seele. Okay, Hammer kaputt. Bei Orange, Leute. Jetzt ist die Frage, riskieren wir es und schießen? Oder wir schießen nicht? Müssten ja nur hin. Oder einer bleibt hier und zwei gehen unten gucken schnell nach irgendwas. Das weiß ich nicht. Sollen wir es machen? Shit happens. Ja. Okay, let's go. Ach so. Ja, nice. Okay. Ja, das kriegen wir easy weg. Warte, ich schmeiß mal eine Nähte hin. Oh oh. Ich hab ja noch drei Stück. Ja, geht mal weg. Nee, lass mich. Oh Gott, ich kann mich nicht ducken. Ich werfe auch, wenn ich außerhalb bin. Ich will, sonst bin ich selber tot. Ach so, na klar. Und dann trifft ihr den Zaun und fliegt zurück auf mich. Mach es richtig, Percy. Bitte. Ja, dir war gut. Ich hab Schaden genommen, Alter. Von hier! Guck mal, wo ich bin! Was? Ich bin in dem Schuppen! Ja, Achtung! Ewig weit. Ah, ist offen. Half-Life, ne? Half-Life hab ich jetzt. Ich hab Morphium für dich. Alles gut, hab ja, ich auch. Black hat mir gegeben, alles gut. Herzlich willkommen im Loot-Tempel! Okay, Anteil ist im Arsch. Nice. Ich mach mal Loot, das Tor Loot. Zu, ne? Jo. Ja. Wenn ich hinkomme. Nee, komm ich nicht hin. Segen, Max. Ja, Max nehme ich auf jeden Fall. Nägel. Okay, was haben die sonst hier? Hier ein paar Waffen drinnen. Ja, definitiv. Ja, also hier sind überall Waffen drin in den zwei Zelten hier. Ja, hier auch VSD. Alter, was die alles drin haben. Aha. Ja, was? Dietrich, das gönne ich mit Dietrich. Okay, Essen hier. Gegrilltes Essen in den einen Rucksack drin auf jeden Fall. Alter, was? Vielen Dank, Jungs, fürs VSD-Mack. Nee, im Zelt. Okay, zwei Kochtöpfe und einen Haufen Essen im Zelt.
Passt das nicht? Haben die Kochtöpfe? Haben die auch einen Campingkocher hier? Den nehmen wir direkt mit für die nächste Base. Also hier habe ich jetzt nichts gesehen. Okay. Guck mal, alter Schwede. Schau mal, hier liegt noch ein Dachzelt. Die haben jetzt Seemannskiste auch. Alter, das ist krank. Das ist krank. Was müssen wir oben gucken? Was die vielleicht oben noch haben. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich guck gerade. Sick. Ja, okay, aber die Muni und so, was die jetzt da haben, ist jetzt auch nicht der Burner, ja? Also oben ist gar nichts. Alter, wie viel Fleisch. Leck mich am Arsch. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem wir diese Base ganz ohne Gegenwehr absolut easy geradet haben, dachten wir uns, wir suchen uns Base Nummer 3. Und Black hatte gemeint, dass in Severo gerade auf den Hochhäusern wohl eine Base wäre. Und die checken wir jetzt mal genauer. Aber weißt du, was mich wundert, dass sie da gar nichts langgezogen haben? Ja gut, die werden das Hochhaus dicht gemacht haben, denke ich mal, Wände oder so. Denke ich auch. Ne, ich glaube nicht, dass die hier im Norden oben sind. Ich glaube, wenn dann irgendwelche Amis oder so. Vorsicht wegen Minen, Leute. Ich traue der Sache hier nicht, ne? Hier ist auch das Tor offen. Ach, das bist du, Schoko, du bist schon hoch. Du musst drüber springen, übers Geländer, ja. Oh, shit. Ja, aber ist ja... sind die doof? Warte mal. Hock dich mal kurz hin. Nee, einfach nur gekniet. Da in der Ecke. Warte, das ist jetzt Timing-Sache. Jetzt! Was seid denn ihr für welche? Jo, bin oben. Da ist nichts drin. Ja? Also, ihr verpasst nichts, ne? So. Okay, komplett leer oder wie? Oh, die andere Seite? Ja. Nee, da war noch ein Gilly. Aber das war's auch schon. Die andere Seite ist aber mit Mauern umzogen, ne? Ja, die andere ist komplett zu, unten. Da sollten wir vielleicht mal gucken. Also hier drin ist jetzt ein Rucksack, ein Gilly. Aber oben, gleich erster Stock, sind die ganzen Türen offen. Ja, warte, ich check noch mal kurz das Zelt hier. Das ist leer. Das ist leer, ja, die hier ist alles leer. Ich komm runter. Nee, die nicht. Hier safe noch nicht. Also aber schau mal, die haben auch wieder überall, denke ich mal, gemacht. Ah, da wird kommt zu euch rüber. Aha, okay. Hier kommst du natürlich nicht so einfach rein, Leute. Nee, hier müssen wir aufschießen. Okay. Zeit für ein bisschen Lärm. Ja, ist offen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter, nicht dein Ernst, oder? Mhm. Ja, da komme ich so einfach nicht durch, Leute. Mama, ich wechsle mal, ich mach mal kurz Magazine wieder voll. Alter, haben die das überall so gebaut? Ne, nur zweimal. Ich hab bloß keinen Muni mehr, ne? Ich hab auch fast nichts mehr. Hm. Aber warte mal, ich habe noch eine Granate. Ich mache aber erstmal kurz das Mac wieder voll. Vielleicht nur eine Ziffer? Kann sein.
Als ob ich immer versuche, echt den richtigen Grieche habe, ey. Liebe Leute, ich habe es jetzt hier wirklich probiert, so 15 bis 20 Minuten dieses Schloss zu knacken und ich habe es einfach ums Verrecken nicht hinbekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da drin deutlich besser seid wie ich. Ich glaube, das ist nicht wirklich schwer. Und wir haben uns dann auf jeden Fall gedacht, wir nehmen den Plan B, wir holen uns so viel Munition wie möglich und ballern diese Wände hier sowas von aus dem Gebäude raus. Wer ist einer in der Baracke drin hier rechts? Ja. Ich bin in einer Militärbaracke drin. Okay, dann check ich die Jägerdinger. Okay, da bin ich. Ja auch. Da war ich schon drinnen. Ja, lass mich nur noch mal kurz gucken. Da war ich auch schon drin. Ja. Die SKS. Ich nehme jetzt einfach mal alle Waffen mit, wo wir eventuell Munition für haben. Ja, ich gebe dir mal hier noch Muni für Schuss Remusen. Oh ja. Die hier draußen im Gang. Danke. Bitte, bitte. So, das sind 9x19. Ich habe bloß keine 9x19. Wir laufen trotzdem noch hoch zum Militär, würde ich sagen. Ja, bitte. Ja, perfekt. Let's go, oder? Ja. Ist nicht. Here we go again. Bin schon drin. Step jetzt an die zweite Mauer. Ja, wir sollten alle ein bisschen beisammen bleiben. Und wir wissen ja nicht, was uns hier drin erwartet. Okay, Container sind schon mal offen. Mhm. Ich würde mal ans gelbe Haus steppen. Ja. Ja, warte, lass zusammen bleiben. Wir wissen ja, nicht, was uns. Ich würde den unteren Bereich erstmal absafen, weißt ja. du? Ja. Weil hier liegen. Bevor wir wieder alle drei draufgehen jetzt hier. Ja, hier legen die nämlich ganz gern mal Minen. Hab noch SKS-Muni. Nee. Liegt nichts, so wie das aussieht. Alles offen hier? Ja, ich step hoch. Bin im ersten Flur. Ja, ich habe gerade ein kleines Zombie-Problem. Ja. Ja. Komm rum, Baby. Oben liegt noch eine SKS, wenn einer braucht. Nee. Oh, M4 Muni. Ja, sehr geil. Andere Munition habe ich auch. Kurze Info hier an dieser Stelle. Wir haben uns natürlich absolut voll gelootet und haben uns danach natürlich sofort wieder auf den Weg zu den Hochhäusern gemacht. Oh, da unten steht eine Olga. Da unten steht eine Olga. Oh ja. Selbstspieler da. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt so viel Pech Also haben, auf dem Dach habe ich auf jeden Fall nichts gesehen. Auf beiden Dächern war kein Spieler drauf. Ja, ist ein Autospawn, Olga. Also, okay, alles klar. Der ist direkt vor der Hood. Alles klar. Dann heißt dann, haben wir nichts eigentlich. Oh, aber war hier vorher das Beet? Ja, das war. Okay. Alter, okay, ja. Muss man kurz noch was trinken und dann abrennen an die Olga, würde ich sagen, oder? Ja, ich bin schon drin, weil ich wollte sicher sein. So, Alter. Was meint ihr? Kann ich so richtig Krach machen? So richtig Krach machen. Ich fange einfach mal an. Warte. Ja, soll ich noch warten? Ich wollte eigentlich frisch was trinken. Das ja, ist okay. Ich aber falls was sein soll, der eine Waffe in der Hand hat. Der Whisky läuft, ne? Okay. Let's go. Ja, geil, das war's schon.
ist offen. Nice. Yo, gut. Nice. Muss noch mal kurz Waffe reparieren. Ja, ich mach mal den Anfang. Safe gleich eine Mine oder so. Oh, die Wohnung ist hier offen. Ich push mal rein. Dass ich ein bisschen safe bin. Brauchst du das Waffenpflegeset noch? Okay, dann stecke ich ein. Ich komme hoch. Ja, ich bin gerade in der Wohnung drin. Ja. Okay, nice. Ich steppe weiter hoch. Oh shit, Alter, hier ist alles offen, ne? Ich steppe geradeaus durch. Ist safe. Warst du unten? Eine Wohnung noch. Da ist ein Schutzkoffer. Warst du bei den Schutzkoffer ja, schon? Ja, da war ich schon drin, Alter, das sind Kisten. Okay, Wohnungen sind oben safe. Bis auf das grünes Armband. Hier drin habe ich nicht gecheckt. Okay, ist safe. Ja, nice, oder? Ich gehe nochmal kurz runter. Unten, also, ja, hier sind auf jeden Fall Kisten drin. Oh, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Oha, du bleibst hier einfach so stehen. Mutig. Oh. Ja, nice. Ich gehe hoch. Oben gar nichts mehr, oder was? Nee, gar nichts mehr. Ich komme mit hoch. Meinst du, da ist eine Mine? Weiß ich nicht. Guck mal. Boah, was geht denn hier ab? Fässer, Seemannskisten, Zelte. What the fuck? Alter! Nein, was die alles hier drin haben. Bro. Ich sehe das LRSVSD. Geil. Bro, guck mal in die Zelte. Guck mal in das Zelt. Ach du Scheiße. Okay, Base Building Supplies. Ohne Ende. Ich will nicht wissen, wem seine Base das ist, ne? Alter, ein Haufen Essen, ein Haufen Trinken. Ja, ich bediene mich. Ich bediene mich jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Boah, Nachtsichtgeräte. Wie viel? Also das ist mal richtig krank, ne? Medic Stuff. Auch ein Haufen EP. Alter, Bro. What the fuck? Die tun mir schon irgendwie so ein bisschen leid, ne? Ich würde mal meinen Helm hier lassen, so mit dem Nachtsichtsgerät brauche ich nicht. Ich hätte ganz gern den Sturmhelm mit dem Visier da vorne drauf. Obwohl, ne, gefällt mir nicht. Ich hab schon gesehen. Ach, da war ich noch gar nicht drin, Alter. Ich weiß. Nicht dein Ernst. Alter. Also die wollten doch entweder den Server zerstören oder die denken, die kriegen nie wieder so ein Stuff. Aber ganz ehrlich, Bro, das ist krank. Also ich gönne mir jetzt erstmal geklauten Thunfisch. Na dann, ja. Ich esse mich richtig voll jetzt. Ach so, hier sind die ganzen Magazine. Oleg. Jo. Mm-hmm. Okay, alles klar. Warte. Ich will auch noch ein paar Max mitnehmen. Hast gesehen jetzt, ne? Ja, hab ich. Also das ist völlig krank. So, liebe Leute, so sieht es natürlich aus, wenn wir eine Base raiden. Wir haben absolut keine Gnade den Leuten gegenüber, die natürlich versuchen, diese Performance kaputt zu machen. So, liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, falls du neu hier drauf bist, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wie ihr es gewohnt seid, hier in der Endscreen habe ich natürlich noch andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Schaut doch mal da vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere Video. Und falls es euch nicht aufgefallen ist, versucht auf jeden Fall bei der Umfrage teilzunehmen, denn da dürft ihr entscheiden, mit welcher Waffe ich als nächstes spielen muss. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.